25 Laufmeter Eiche. Slawonische Eiche, beim Holzhändler frisch gekauft. Das waren 7 Bretter zu einer Länge von 3,30 Meter. Eine Breite zwischen 25 und 45 cm und eine Stärke von 28 mm. Slawonische Eiche. Ich sage es deswegen extra dazu. Ich habe mich das Video schon gedreht und bin dann drauf gekommen, dass ich mich immer wieder versprochen habe. Ich habe mich gesagt, slawenische Eiche, slawenische Eiche, slawenische Eiche, die slawenische Eiche, slawenische Eiche, slawenische Eiche, slawenische Eiche, genau genommen. Also es ist die slawonische Eiche. Christian, nicht slawenisch, slawonische Eiche. Slawonien ist es ein historisches Gebiet in Kroatien, dort bei Südungarn. Die Eigenschaften sind ganz wichtig. Es ist nämlich ein langsam wachsendes Holz mit einem regelmäßigen Faserverlauf, sehr dicht, sehr schwer und es verzieht sich kaum, also optimale Eigenschaften. Das Gewicht, das spezifische Gewicht von dem Holz liegt bei etwa 700 Kilogramm pro Kubikmeter im dartrockenen Zustand. Ich habe hier etwa 0,2 Kubikmeter, das heißt, das ist ein Gewicht von etwa 120 bis 130 Kilogramm. Ich möchte auf ein transportables Maß direkt vor zuschneiden lassen, auf 2 Meter und etwa 1,30 Meter. Beim Aussuchen der Bretter habe ich mir da wirklich Zeit gelassen, habe ich darauf geachtet, dass das Holz nicht verzogen ist. Die Bretter sind zwar etwas geschüsselt, aber gleichmäßig, aber nicht verzogen. Dass ich auch kein Kernbrett erwische, also kein Mittelbrett, wo ich dann den Kern herausschneiden muss, sondern das sind nur Seitenbretter. Beim Schneiden des Videos habe ich gemerkt, dass ich da einige Begriffe ja durcheinander gewirbelt habe. Deswegen ja zum Richtigstellen. Ich habe hier schematisch aufgezeichnet, wie man einen Baumstamm auftrennen kann. Da gibt es sehr unterschiedlichste Schnittvarianten. Das war die bei meinem Holzhändler, also die Eiche, die ich gekauft habe. In der Mitte sieht man das Kernbrett, gefolgt von den Mittelbrettern, Seitenbrettern. Hier außen ist die Schwarte, die von der Rinde umschlossen ist. Ich habe vor dem Video die Mittelkern- und Seitenbretter durcheinander gebracht. Ich habe hauptsächlich, oder ich war auf der Suche nach Mittelbrettern. Wo die Grenze zwischen Seiten- und Mittelbrettern liegt, ist schwer zu sagen, aber Mittelbretter sind jene mit vielen stehenden Jahresringen und Seitenbretter eher mit liegenden Jahresringen. Jetzt mal abgesehen vom Schwungverhalten mit stehenden und liegenden Jahresringen, ist der Verschnitt beim Mittelbrettern am geringsten. Beim Kernbrett muss ich den Kern herausschneiden und bei den Seitenbrettern, vor allem bei jenen Brettern, die weiter außen liegen, wird der Verschnitt immer größer. Das sieht man hier, weil er die Außenseite einen deutlicheren Bogen beschreibt und der Bereich, den ich wegschneiden muss, immer breiter wird. Deswegen habe ich versucht oder war auf der Suche nach Mittelbrettern soweit verfügbar. Es waren auch ein paar Seitenbretter mit dabei, deswegen war der Verschnitt größer als geplant. Wie groß er war, erfahrt ihr am Ende des Videos. Die haben kaum Äste, also ich habe hier kein verästeltes Holz mehr, hier und da einen kleinen Ast, aber ansonsten keine Äste. Und ich hatte das Holzfeuchtemessgerät mit, habe dann direkt vor Ort die Holzfeuchte gemessen. Die Bretter hier haben eine Holzfeuchte von etwa 10%, also optimal. Das eine Brett habe ich hier mal die eine Seite bearbeitet mit dem Handhobeln, also mit Schubhobel, Schlichthobel und mit der Raubank. Und da sieht man diesen wunderschönen gleichmäßigen Faserverlauf. Es ist unglaublich hart und es greift sich auch irrsinnig massiv an. Bei dem Gewicht auch kein Wunder. Also wirklich, wirklich schön. Der Preis der slawonischen Eiche bei meinem Holzhändler liegt bei etwa 1350 Euro pro Kubikmeter. Das heißt, ich habe hier einen Holzwert von 250 Euro. 250 Euro. Und ich finde auch angesichts der Preise, die jetzt ja durch die Corona-Krise angezogen haben, ist es wirklich ein fairer Preis. Vor allem im Vergleich zum Baumarkt. Ich wollte kein Leimholz, ich wollte kein Fichtenholz, ich wollte massive Eiche. Die habe ich hier. Und wie gesagt, für die Menge Holz, die ich hier habe, ist der Preis wirklich angemessen. Und aus dem plane ich ein Hi-Fi-Regal, eine Truhe und auch noch zwei Couchtische zu bauen. Mit klassischer Schwalben-Zinken-Verbindung, mit Gratleisten. Also wirklich so klassische Möbel, da freue ich mich wirklich schon drauf. Und das Holz ist trocken, nicht verzogen, hat keine Risse, fast keine Äste. Und ich muss nur das Springholz rausschneiden. Nur die Bearbeitung hier von der einen Seite mit den Handhobeln, also das Vorbereiten, das Abrichten, hat etwa 20 Minuten gedauert. Wenn ich das hochrechne auf 25 Laufmeter mal 2, weil ich muss ja beide Seiten bearbeiten, sind das etwa 1000 Minuten, also so um die 17 Stunden.
mit Messerschärfen, mit Umspannen bin ich sicherlich auf 20, 25 Stunden. Das ist doch eine Menge Zeit. Und ich möchte mit dem Übling und fertig werden. Dann habe ich überlegt, wie kann ich das beschleunigen? Ich habe keine Abrichte, aber einen dicken Hobel. Also werde ich die Hölzer mit dem dicken Hobel abrichten. Und ich hoffe, das wird gut funktionieren, nachdem die Bretter, wie gesagt, nur gleichmäßig geschüsselt sind, aber nicht verzogen. Erspare ich mir auch so ein Unterlegbrett und das Ganze mit Keilen auszugleichen, sondern wir es direkt mit dem dicken Hobel bearbeiten. Und es wird dann doch deutlich schneller sein als mit dem Handhobeln. So gerne ich es auch tue und liebe, aber ich muss einfach auch auf die Zeit schauen. Und ich muss natürlich noch das Splintholz, also die Wildkante, rausschneiden. Ich bin gespannt, wie viel Holz dann übrig bleibt und vor allem dann, wenn die Möbel dann fertig vorbestimmt. Das heißt, jetzt kommt einmal das Abrichten mit dem dicken Hobel und das Besäumen der Bretter. Staubige Angelegenheit. Ordentlich Holz abgefallen, also Splintholz um die Waldkante. Und ein paar Benchstocks haben etwas gelitten. Ich habe versucht immer auszumessen oder zu schätzen, dass ich nicht reinschneide, aber ist doch das andere, das Gegenteil passiert. Aber okay, jetzt ist mir wurscht. Das war Schritt 1 von 500.
ich bin froh, dass ich mit dem jetzt fertig bin. Das ist also ein Panzer, der durchrauscht. Das ist so enorm laut, deswegen war das wirklich nur ganz selten zu moderaten Zeiten. Das waren doch 25 Laufmeter von dieser wirklich massiven Eiche und das Ergebnis, ich bin wirklich zufrieden. Die Bretter sind plan geworden, nachdem sie alle gleichmäßig geschüsselt waren. Ich habe mich zuerst am dicksten Brett orientiert und dann die konvexe Seite angefangen zu hobeln. Habe vorher noch versucht herauszufinden, wie die Faserrichtung läuft. Wenn man mit einem dicken Hobel arbeitet, dann sollte die Faserrichtung in gegengesetzter Einschubrichtung verlaufen, weil die Messer sich so drehen. Das heißt, das ist diese Hobelrichtung. Und ich merke bei dem Holz kaum Ausriss. Sie liegt aber auch an dem Holz an sich, weil bei Fichtenholz hat man oder hatte ich meistens Ausrisse, hier kaum. Das einzige Problem ist der Hobelschlag. Ich habe leider keinen langen Auflagetisch, mir noch keinen gebaut. Ich habe mit diesen sehr, sehr billigen Auflagerollen gearbeitet. Problem ist nur, mein Werkstattboden ist uneben und ich konnte es nicht genau ausrichten. Und so habe ich doch hier und da doch deutliche Hobelschläge auf den letzten 5 cm. Zum Teil gar nicht, zum Teil wie hier zum Beispiel, so ein knapper halber Millimeter. Aber ich wollte jetzt nicht noch mehr abnehmen, zum einen, weil es unglaublich nervt, das dicken Hobel von so vielen Brettern wegen der Geräuschkulisse. Und zum zweiten, das Risiko, dass man wieder einen Hobelschlag hat, ist eben zu groß. Und deswegen habe ich das jetzt mal so gelassen. Aber die Bretter sind plan geworden. In Summe waren es, ich glaube, 7 Durchgänge, 4 Durchgänge auf der konvexen Seite mit jeweils einem knappen halben Millimeter ungefähr. Und auf der konkaven haben dann 3 Durchgänge gereicht. Ich habe mich daran orientiert, dass ich bei jedem Brett komplette Fläche einmal abgehobelt habe, also sprich, dass diese Sägeraumflächen weg sind. Bis auf wenige Ausnahmen, wie hier zum Beispiel, ist es überall der Fall. Das heißt, ich weiß, ich habe überall vom kompletten Brett abgenommen und ich habe einige Bretter hier kontrolliert, also mit dem Richtscheit und auch hier auf der Hohlbank. Die kippeln nicht, das heißt, die sind plan, die sind abgerichtet. Ein Brett gleich zu Beginn, das ist war an einer Stelle dicker als an der anderen Stelle, das war das Brett dann in der Mitte stecken geblieben im dicken Hobel, weil ich da schon eine Abnahme von knappen 3 mm hatte. Da ist dann auch die Sicherung geflogen, weil das Brett wirklich stecken geblieben ist. Ich musste dann halt von vorne anfangen, sprich die Dicke nochmal frisch einstellen, weil das Manko bei diesem dicken Hobel ist die Feineinstellung. Man kann sich auf Millimeter nähern, dem Maß oder von mir ist auf halben Millimeter, aber nicht auf Zehntel Millimeter und auf das kommt es hier an, weil jeder Zehntel Millimeter mehr Abnahme von einem Eichenbrett mit fast 30 mm Breite ist eine enorme Belastung für die Messer wie auch für die Maschine und so habe ich mich halt in diesen sehr kleinen Schritten halt dem Endmaß angenähert. Ich habe etwa gesamt so 2,5 mm von der Dicke verloren. Das heißt, jetzt habe ich ungefähr 26 mm starke Bretter, die alle abgerichtet und besäumt sind. Ja, das ist einmal fertig und jetzt kann ich endlich anfangen mit dem eigentlichen Möbelbau, jetzt wo die Vorbereitung mal abgeschlossen ist. Und ja, da freue ich mich wirklich schon, vor allem nach dieser Geräuschkulisse hier. Das heißt, jetzt kommt einmal das Abrichten mit dem dicken Hobel und das Besäumen der Bretter. Habe ich slowenische oder slavonische eigentlich gesagt? Ich habe nicht aufgepasst. Ja, du stehst anders Dekoration da. Dann drehen wir es halt noch einmal. Oder wir drehen es noch einmal und schneiden die Versprecher rein, so als Gag. Und ich stehe wieder als Trautl da. Apropos Trautl, kannst du mir das Werbekabel runtergeben? Und was soll das jetzt? Als Schutz? Ja, Schutz. Als Schutz war es, wenn du die Scheiben anmachst für die anderen. Boah, du hast da wieder Laune. Immer wenn wir drehen, hast du eine schlechte Laune. Ich kann auch nichts dafür, dass ich dauernd verspreche. Jetzt habe ich schon zum 20. Mal drehe und immer falle ich über dieses slawenische, jetzt sage ich schon wieder, slawonische Eiche drüber. Dann machen wir es so. Dann sage ich auch nur Eiche, Eiche, Eiche. Es gibt 100.000 Eichenarten. Ein bisschen Information möchte ich schon vermitteln. Das kann nicht so schwer sein. Slawonische Eiche. Okay? Gut, dann drehen wir es noch einmal. Konzentrier dich. Okay. 25 Meter slowakische Eiche, frisch vom Holzhändler gekauft. Ich habe mir hier ein transportables Mast zuschneiden lassen.